Erhabene Statuen sind ein Blickfang auf dem neuen Friedhof in Ulm. In den letzten Jahren geht der Trend aber hin zur einfachen Steinplatte. Bei der Firma Weber Naturstein werden Grabsteine hergestellt. Der Steinmetz Karl Vogt arbeitet hier seit mehr als 30 Jahren. Er entwirft für seine Kunden den jeweils passenden Grabstein. Wenn Kunden kommen, ist die erste Frage von mir, haben sie eine bestimmte Vorstellung, was sie wollen? Und meistens haben sie die nicht. Und dann ist halt meine Aufgabe, herauszufinden, in welche Richtung die gehen. Nach seinen Zeichnungen fertigt er kleine Modelle der Grabmale an. Der künstlerische Anspruch tritt dabei meist in den Hintergrund. Also der wirtschaftliche Aspekt steht oft im Vordergrund. Und ich habe den Eindruck, früher haben noch andere Kunden eine Rolle gespielt. Das Grab war aufwendiger, das war ein Ausdruck von einer religiösen Denkweise. Und heute ist nur noch bescheiden. Viele sagen, sie will keinen zur Last fallen am Schluss. Aus diesem Grund bevorzugen die meisten Kunden schlichte Gräber. Umso mehr freut es Karl Vogt, wenn er sein Handwerk voll ausleben kann, wie bei diesem Grabstein. Die Wellen sollen die Schnelllebigkeit symbolisieren. Die Arbeit des Steinmetz ist aber nicht nur Handwerk, sondern auch Trauerbegleitung. Ich muss mich mit den Leuten unterhalten und ich merke auch, dass die Leute Redebedarf haben. Das ist schon manchmal heftig, es zieht einen schon manchmal mit. Aber es gehört genauso dazu, es gehört auch zu meinem Leben, es gehört auch zu meinem Beruf. Musik